Oh mein Gott, das will ich jetzt ausprobieren. Entlassen. Kann ich hier irgendwie diese Schwüre aktivieren? Nur in der Tasche. Entlassen. Herbeigerufene Weisen können hier nicht erscheinen. Okay, warum nicht? Was zur Hölle? Wie krass. Also müssen wir tatsächlich diese neuen Tränen finden. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen. Wie hießen diese Tränen? Die hatten auf jeden Fall einen anderen Namen, was ich ein bisschen seltsam finde, weil ich glaube, im Englischen müssten die Tears of the Kingdom heißen. Und jetzt verstehe ich auch, warum Raurus Arm auf Ganondorf drauf lag, auf dem Dämonenkönig. Er hat quasi seine Macht versiegelt, aber dafür musste er sein Leben lassen. Kann ich ihn hier entlassen? Warum geht das nicht? Warum können die hier nicht erscheinen? Ich bin gerade verwirrt. Aber schade, jetzt ist das ganze Ornidorf nicht mehr im Schnee versunken. Also nicht, dass ich dem sehr hinterher traure, aber ich hätte eigentlich gerne noch länger gesehen, wie es hier aussieht, als alles verschneit war. Ja gut, ich glaube, dafür ist jetzt ein bisschen zu spät. Jetzt ist die Frage, wo geht unsere Reise als nächstes hin? Wir haben einfach so viele Optionen. Ich würde ja so gern mal aufs vergessene Plateau gehen. Ich habe das Gefühl, das könnte ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt sein. Für unser nächstes Abenteuer. Moment mal, ist das nicht Kletis? Nee, das ist Claire. Moment mal. Claire? Ist das Kletis? Nein. Gesane, unsere schöne Brücke. Der Schneesturm ist endlich fort. Also muss um des Dorfes willen die Brücke wieder repariert werden. Doch wir alleine haben leider nicht die nötigen Kapazitäten für ein solches Unterfangen. Unter den Hylianern soll es Leute geben, die sich aufs Bauen verstehen. Ob du da nicht vielleicht irgendjemanden kennst? Du suchst also einen Zimmermann, wie? Einen Spezialisten fürs Bauen. Oh, Moment. Im Spähposten, da hätten wir gerade einen Zimmermann. Und der muss sein Handwerk wirklich klasse verstehen, bei all den wunderbaren Sachen, die er für uns gebaut hat. Der Name fällt mir gerade nicht ein, aber es war irgendwas mit da am Ende. Das klingt ja wundervoll, wenn wir diesen Meisterhandwerker nur zu uns herbitten könnten. Leider jedoch darf ich mich als Dorfwache nicht einfach allein auf den Weg machen. Ich würde sofort einen fliegenden Boten zum Spähposten aussenden, doch alle haben zu viel zu tun. Ach, welch missliche Lage. Die Hängebrücke der Orni. Ah, da kann ich doch helfen. Da kann ich doch helfen. So, kann ich ihn jetzt entlassen? Warum funktioniert das nicht? Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Vielleicht ist einfach noch nicht der richtige Moment dafür gekommen. Hm, seltsam. So, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal in Richtung dieses Schreins, denn hier unten müsste ja das neue Plateau sein. Wobei, ich glaube, es würde sogar mehr Sinn machen, von hier aus loszufliegen oder sogar vom Spähposten. Teleportieren wir uns mal zurück. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir auch jetzt erstmal jemanden suchen, der mit da endet. Tauro, tja. Wer bist du eigentlich? Tut mir leid, aber du hast nicht bestanden. Was redest du denn da? Ich will auch den Untergrund erforschen. Dort wartet sicher so mancher großer Fund auf uns. Außerdem kann niemand außer mir hier die Sonausschrift entziffern. Darum seid ihr eigentlich auf mich angewiesen, oder? Wir sind uns deiner Fähigkeiten als Leiter der Sonau-Forschungsgruppe durchaus bewusst, Tauro. Aber gerade deshalb musst du dich weiter der Erforschung der Kranzruinen in Kakariko widmen. Kranzruinen? Das sind wahrscheinlich diese riesigen, ja, runden Felsbrocken dort hinten. Schließlich handelt es sich dabei um die größten vom Himmel gefallenen Ruinen. Man sieht sie sogar vom Spähposten aus. Das kann ich bestätigen. Bitte beende doch zuerst die Arbeit in Kakariko, bevor du dich für ein anderes Forschungsprojekt bewirbst. Aber werde ich wohl jemals wieder eine solche Gelegenheit erhalten, die Geschichte der Sonau buchstäblich berühren zu können?
Tauron, Leiter der Sonar-Forschungsgruppe. Interessanter Kerl. Ah, der werte Herr Ritter. Ach, der nächste Kandidat steht schon bereit? Da kann man wohl nichts machen. Dann nehme ich wohl die Kranzruinen ins Visier und gehe nach Kakariko zurück. Es tut mir leid, Tauro. Tauro ist eine großartige Person und ein erstklassiger Archäologe. Aber wenn es um etwas geht, das mit den Sonar zu tun hat, gehen einfach die Pferde mit ihm durch. Wir sind gerade auf der Suche nach Leuten, die uns bei der Erforschung des Untergrunds helfen. Mit der Hilfe von jemandem wie dir wäre das wohl um einiges einfacher. Ich werde euch helfen. Danke. Es beruhigt mich ungemein, jemanden wie dich an unserer Seite zu wissen. Komm mit, ich werde dir alles erklären. Der Tempel im Untergrund? Warte, im Untergrund gibt es auch einen Tempel? Nein. Nein, 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 nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Aber wir haben einen neuen Charaktereintrag. Tauro, Leiter der Sonar-Forschungsgruppe, gilt unter allen Sonar-Forschern als vor brillantester Kopf. Bei großen Entdeckungen gerät er schnell aus dem Häuschen und drückt sich dann gern etwas salopper aus. Tauro verbrachte lange Zeit damit, allein durch die Welt zu reisen und Ruinen zu erforschen. Da er ein ausgewiesener Experte für die Sonar-Schrift ist, ernannte ihn Prinzessin Zelda zum Leiter einer Forschungsgruppe. Ah, interessant. Aber eigentlich war ich nur hier, um jemanden zu finden, der mit da endet. Irgendwas mit da. Moment mal, ist das nicht Maronus? Warum ist Maronus hier? Oh mein Gott, da müssen wir direkt mal hin. Endest du mit da? Nein, ist Mups. Bevor ich hier mit Maronus rede, suchen wir irgendjemanden, der mit da endet. So was Dummes. Okay, live. Nein, du endest nicht mit da. Torda! Moment mal, Torda. Das könnte ja sein. Torda, wann bist du denn nun endlich mit dem Unterstand fertig? Tut mir leid, ich brauche wohl noch ein Weilchen. Die Dachplanke will einfach nicht passen. Noch diese eine Stelle hier. Solange der Unterstand nicht fertig ist, können wir keine weiteren Pferde mehr unterbringen. So ein Schlamassel. Der unfertige Unterstand. Okay. Torda. Ich würde den Unterstand ja lieber heute als morgen fertig bauen. Aber solange die Dachplanke nicht richtig sitzt, reparier die Orni-Brücke. Ich glaube, dafür hat er jetzt keine Zeit. Nun, ich sag es nur ungern. Ich würde dir ja wirklich gerne helfen, aber der Unterstand muss erst fertig werden. Es kommen hier immer viele Reisende vorbei. Dementsprechend hoch ist auch die Nachfrage an Pferden. Aber noch gibt's kein Tada, denn der Unterstand ist noch nicht da. What the hell? Okay, was war das jetzt für ein Spruch? Okay, ich helfe dir, das ist doch gar kein Problem. Ich helfe doch gern, mein Freund. So, bitteschön. War doch nicht so schwer. Oh, die Planke sitzt wie angegossen. Vielen Dank, Kumpel. Allein hätte ich das sicher nicht so schnell hingekriegt. Nur noch ein, zwei Handgriffe, dann heißt es, tada, der Unterstand ist da. Okay, cringe. Darauf ist Verlass, Dummster erledigt das. Ganz fixt heißt es, tada, ein neues Bauwerk steht da. Gut, jetzt bin ich in Stimmung. Den Rest werde ich in einem Ritt erledigen. Hoppala! Okay. Das klang eher so, als hätte er gerade gegen irgendjemanden gekämpft. Na, was sagst du dazu? Donner, Littchen, das ist nicht mein schicken Unterstand. Aber nichts Geringeres habe ich vom Bauunternehmen Dummster und seinen Meisterhandwerkern erwartet. Und danke auch für deine Unterstützung. Nun können wir die Pferde auch hier im Spähposten so unterbringen, wie es sich gehört. Falls du also irgendein Anliegen zum Thema Pferde hast, sprich mich ruhig an. Der fertige Unterstand. So. Möchtest du jetzt vielleicht zur Brücke gehen? Und was hältst du von meiner Handwerkskunst? Nicht übel, oder? Ich bin ja schon ziemlich beeindruckt von mir selbst. Hier kannst du ruhigen Gewissens all deine Pferde versorgen lassen. Meine Arbeit hier im Spähposten ist bald zu Ende. Falls andernorts irgendjemand einen Zimmermann benötigt, bin ich jederzeit für ihn Torda. Okay, was auch immer Torda. Die Orni-Brücke. Ja. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Sollte jedenfalls kein Problem sein. Die Brücke vor dem Dorf der Orni soll ja vom Schneesturm zerstört worden sein. Aber das scheint sich jetzt endlich verzogen zu haben. Dann werde ich mich mal ruckzuck von Tor hier nach Torda verabschieden. Wow. Wow. Was für schlechte Wortwitze. Die Hängebrücke der Orni. So, jetzt sprechen wir aber mal mit Maronus. Ich will tanzen. Oh, du kannst mich sehen, stimmt's? Mein Name ist Maronus.
Ich bin ein Musiker aus dem Weiterkrox im Norden und ich liebe es, zum Rhythmus meiner Rassen zu tanzen. Da habe ich mich schon mal aus meinem Wald herausgetraut, doch hier draußen laut an jeder Ecke Gefahr, nicht wahr? Aber ich war so schlau und habe mich an diesen Ort mit all den Leuten begeben. Oh, doch meine Langeweile zu vertreiben hat noch keiner geschafft. Drum sag, darf ich für dich ein kleines Tänzchen wagen? Doch Moment, irgendwas stimmt nicht mit meinen Rasseln. Sie sind leer. Kein einziger Krogsamen mehr drin. Da welkt die Tanzlaune. Oh, 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 oh. Die Kinder des Waldes müssen sie mir wieder stibitzt haben. Hätte ich nur einen einzigen Krogsamen, könnte ich singen, tanzen und deine Taschen vergrößern. Okay, das heißt, wir sind hier an der richtigen Stelle. Maronus in der Patsche. Ja, wir haben noch mehr als genug da. Krogsamen klingen einfach göttlich, wenn man sie in Rasseln füllt und dann singen, tanzen, rasseln. Ohoho. Doch leider habe ich meine Rasselchen fallen lassen und die Krogsamen sind mir alle fortgerollt. Ach, welch trauriger Tag. Und während ich haderte und klagte, kamen die Kinder des Waldes daher und stibitzten all die kostbaren Sämchen. Schnupper, Schnupper, wie wird mir... Kann das etwa... Da frisst mich doch die Blattlaus, Karl. Hast du etwa Krogsamen dabei? Und ob? Krogsamenduft, unverkennbar. Konntest du den Kindern des Waldes etwa ihre Diebesbeute abluchsen? Wenn du mir auch nur ein einziges Krogsämchen gibst, dann vergrößere ich dafür deine Taschen nach Wahl. Oh ja, bitte. Oho, holla. Dann sag, sag, welche Tasche soll ich für dich größer machen, damit mehr reinpasst? Auf jeden Fall unsere Waffentasche. So, hoho, dann brauche ich nur einen Krogsamen. Hier, bitte. Dann lass uns loslegen. Oh, er hat einen neuen Tanz drauf. Oh mein Gott. Dazu sage ich mal nichts. Sehr nice. Dann hat es sich gelohnt, die ganzen Krogsamen zu suchen. Werde größer, Waffentasche. Ohoho. Na, na, zufrieden mit deiner Wahl? Glücklich mit der neuen Tasche? Wenn du mir weitere Krogsamen bringst, werde ich die Tasche vergrößern. Maronus in der Patsche. Geschafft. Ja, da würde ich mal sagen, ich gebe direkt noch mehr aus. Oho, du hast ja noch mehr Krogsamen. Lass mich deine Tasche vergrößern. So, die Bogentasche wäre, glaube ich, auch ganz nett. Dann lass uns loslegen. Oh mein Gott. Dieser... Gesang ist so schrecklich. Ich frag mich halt, ob Maronus sich hier demnächst verziehen wird oder hier bleiben wird. Werde größer, Bogentasche. Ohoho. Ja, ich hab noch mehr. Wie wär's mit einer Schildtasche? Oh, das hat nur ein Krogsam gekostet. Das ist ziemlich günstig. Wenn ich das noch einmal hören muss, dann flipp ich aus. Oh mein Gott, das kann nicht deren Ernst sein. So, bleibt jetzt Maronus da. Werde größer, Schildtasche. Moment mal, kann ich jetzt hier wirklich mehrere Taschenplätze vergrößern? Jetzt brauche ich schon zwei Krogsamen. Okay, wir können hier auf jeden Fall ordentlich zulegen. Das ist sehr, sehr cool. Hä, bleibt Maronus jetzt hier? Es sieht ganz danach aus, dass er einfach jetzt hier bleibt. Solange wir jetzt genug Krogsamen haben, können wir so viel kaufen, wie wir wollen. Bisher zumindest. Oh, das ist ja mega gut. Gut, dass ich welche gesammelt habe. Na, dann werden wir auf jeden Fall erstmal hier an Taschenplätzen aufstocken. Ohoho, komm wieder mal vorbei. Maronus wurde der Charakterübersicht hinzugefügt. Also ich habe mir jetzt echt einige neue Taschenplätze geholt. Das müssten hier 3 Stück sein bei den Bögen. Bei den Schäden auch 3. Und 4 neue Waffentaschenplätze. Also ich bin ganz happy eigentlich mit der Ausbeute. Mal gucken, was hier noch zu Maronus steht. So, Charaktere. Musikant im Wald der Krox. Ein Waldgeist, der den Tanz liebt und sich nur wenigen Personen zeigt. Er kann während des Tanzens seine mit Krogsamen gefüllten Rasseln einsetzen, um Links Taschenkapazität zu vergrößern. Doch leider geraten ihm einige der Krogsamen immer wieder abhanden. Ja, wie auch immer er das anstellt. Scheint auf jeden Fall ein sehr, sehr clumsy Typ zu sein. So, jetzt wollten wir uns aber hinaufschießen. Wobei eigentlich müssen wir wieder zurück, um die eine Nebenquest zu absolvieren. Ich glaube, das machen wir noch. Und dann geht es aber auf jeden Fall in Richtung Vergessenes Plateau.
Also, auf geht's zum Ornidorf. Hoppala. Oh, den Krog haben wir hier schon gefunden. Deswegen ist der hier. Okay, hier hat sich die Musik ansonsten nicht verändert. Interessant. So, wo war jetzt die Brücke? Dort hinten. Oh, wie komme ich denn da jetzt am schnellsten hin? So ganz ohne Revali-Sturm. Das ist so ungewohnt einfach. Aber wir sollten ja mehr als genug Möglichkeiten haben, um darüber zu kommen. Und ich sehe gerade, hier ist noch eine Truhe. Hier ist einfach eine random Truhe. Irgendwo in der Welt. Mit einem Opal. Okay. Okay, danke. Da hinten ist der Stall. Das bedeutet, ich müsste da lang. Beziehungsweise, das ist ja gar kein Stall mehr, sondern ein Zeitungskurier. Und hier ist noch ein Krogrätsel, wo man vom Teufel spricht. So, her damit. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch 4 Stück. Ja, jetzt habe ich wieder 4 Stück. Oh mein Gott. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen auf die Kacke gehauen. Bei Maronus. Aber ich meine, wenn man schon mal diese ganzen Krogsamen hat, warum nicht, ne? So, das kommt da erstmal hin. Jetzt brauche ich mein Feuerstein. Zack. Perfekt. Und jetzt nehme ich hier meine Tanzzapfen zur Hand. Und zwar so. Mal gucken, wo sind denn die? Man muss hier echt krass scrollen. Not gonna lie. Komm schon. Wo? Hä? Bin ich dran vorbei? Nein, hier. Ah. Zack. Okay, hat jetzt gar nicht so viel gebracht, glaube ich. Oh, die Brücke ist wieder da. Moment mal, haben wir die Quest jetzt schon absolviert? Nee, die Brücke ist noch nicht da. Nevermind. Wäre zu einfach gewesen. Wo ist der Typ jetzt? Ist er jetzt da? Ich sehe ihn gerade noch nicht. Komm schon. Du musst doch jetzt da sein. Ach, da ist er doch. Ist der wirklich übel. Verzeih, Torda. Wir hätten dir das Ausmaß der Verwüstung klarer schildern sollen. Aber nein, Gesanne. Das ist ganz allein meine Schuld. Ich war wohl zu optimistisch. Was ist passiert? Tja, also, Link, das mit der Brückenreparatur wird leider nicht so einfach. Die Brücke ist leider in sehr viel schlechterem Zustand, als ich angenommen hatte. Da steht auch Torda eher dumm da. Wow, diese Jokes. Oh mein Gott, hör auf. Oh. Torda schätzt, dass wir 20 Holzbündel brauchen. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Mal überlegen. Wir könnten uns das nötige Holz vielleicht selbst beschaffen, wenn wir hier ein paar Bäume fällen. Aber das wäre eine ganz schöne Menge an Bäumen. Die Hängebrücke der Orni. Wie es aussieht, sind wir hier immer noch nicht durch. Okay, wie sieht's denn aus? Wie viel Holzbündel habe ich aktuell da? Habe ich nicht genau 20? Nee, ich habe 12. Okay. Habe ich denn irgendwas Axtähnliches? Alpha-Krieger-Breitschwert. Mehr dann auch nicht. Okay, sollte aber damit gut gehen. Nee, wobei. 3 Schläge brauche ich. Oh. Okay, ein Holzbündel. Haben wir schon mal zusammen. Hoppala. Na komm, 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 komm. Ja, die paar kriegen wir schon zusammen. Es müssten jetzt noch genau 6 Stück sein. Können die auch 2 droppen? Komm schon. Bleib hier. Ja, das waren direkt 2. Das heißt, 4 weitere fehlen noch. Ja, ist doch einfach. Ich helfe gern, wo ich kann. Oh, nochmal 2. Perfekt. Und ein Tanzzapfen. Oh, die gibt es hier ziemlich häufig. So, zack. So, jetzt bräuchten wir, glaube ich, noch 1 Stück. Ja, easy. Vielleicht noch 1 als Reserve. Falls ich hier mal wieder auf Reisen bin. Na komm schon. Okay. Ja, 1 hätte ich schon noch gern. So, 1 Holzbündel hätte ich schon noch gern. Für mich selber wenigstens. Zack. So, jetzt habe ich sogar 2 übrig. So, ich hoffe, er kann jetzt die Brücke reparieren. Soll sich mal nicht so haben. Oh, die Musik hat sich hier doch verändert. Cool. So, bitteschön.
Hätte ich nur mein Holz. Hier hast du's. Ich hatte ja gar keine Vorstellung, dass dieses Projekt so ins Material geht. 20 Holzbündel bräuchte ich. Eigentlich hätte ich es mir denken können, dass man Massen Holz braucht, ich Trottel. Hier, 20 Holzbündel. Huch, das sind ja 20 Holzbündel. Wie um alles in der Welt hast du so viele zusammenbekommen? Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Das muss ja eine Plackerei gewesen sein, die zu sammeln. Ganz sicher, dass ich sie haben darf? Das ist ja lieb von dir. Dankeschön. Spitze, alles Holz zur Hand. Gisanne, los, ran an die Arbeit. Dann ist eure Brücke ruckzuck nicht mehr Torfort, sondern Torda. Wow. Gisanne, nicht dahin. Das Teil gehört weiter nach hinten. Halt, weniger weit. Ah, das schöne Holz stürzt uns ab. Oh, im Flug gefangen. Wohl dem, der Flügel hat. Stopp, halt, runter da. Aber Dalli. Das ist kein Zwischenholm und keine Hühnerschaukel. So, Zeit für das furiose Finale. Das letzte Tau gezurrt, das letzte Schräubchen festgedreht. Und zwei und vier. Darauf ist Verlass. Dummster erledigt das. Ganz fix heißt es Tada. Ein neues Bauwerk steht da. Gut, jetzt bin ich in Stimmung. Den Rest werde ich in einem Ritt erledigen. Oh nein, nicht das schon wieder. Es klingt so episch. Tada, fertig. Wir haben wieder eine Brücke. Oh, unsere Brücke ist wieder da. Ich freue mich so sehr. Jetzt braucht man keine Flügel mehr, um hier Sachen hin und her zu tragen. Anfangs sah die Sache ja verdammt wackelig aus. Aber am Ende war es doch ein schönes, erfüllendes Stück Arbeit. Und die ist so stabil, meine neue Brücke. Da werden die nächsten Schneestürme eisige Tränchen weinen. Oder Flöckchen. Bald kehrt hoffentlich das Leben ins Dorf der Orni zurück. Und diese Brücke werde ich mit all meiner Kraft schützen. Wärst du so gut und würdest eine kleine Belohnung meinerseits annehmen? Oh, 100 Rubine, why not? Das war ein wenig Angespartes von mir für die Brückenreparatur. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Und damit zack, zack, auf mit mir zum Spähposten. Wobei, Moment. Gisanne, du sagst mir doch Bescheid, falls wieder etwas geschehen sollte, ja? Auch wenn es was Kleines ist. Wenn ihr wieder Bedarf habt, dann melde dich und ich fliege. Schneller als ihr Flattermänner. Das ist wirklich zu freundlich von dir. Gut, ich werde mich melden, sollten wir irgendetwas benötigen. Und falls wir hier etwas für dich tun können, dann lass es mich bitte ebenso wissen, mein Freund. Der Brückenschlag zwischen Hylianern und Orni. Und zwar wortwörtlich. Hui, das wird unseren Lesern gefallen. Die Hängebrücke der Orni, geschafft. Von nun an geht es wieder in Richtung Zentral-Hyrule zum vergessenen Plateau. Gehen wir jetzt mal zum vergessenen Plateau. Denn ich bin super gehypt drauf, was ich dort so getan haben wird. Ich kann mir vorstellen, dass da echt einiges verändert sein wird. Let's go. So, die Frage ist natürlich, wie kommen wir da am besten hin? Ich würde ja sagen, mit einem Pferd wäre es am besten. Oder mit einem Gleiter. Aber so ein Gleiter, weiß ich nicht, ob wir den benutzen können. Wir haben ja mittlerweile Raketen. Vielleicht ist es ja damit möglich. Wie viele Raketen haben wir denn? 8 Stück. Vielleicht könnte das funktionieren. Wisst ihr was? Warum probieren wir es nicht einfach mal? Das wäre doch mal ein sehr, sehr cooles Experiment. Nachdem unsere ganzen Startrampen und so weiter nicht funktioniert haben, könnte das ja durchaus mal funktionieren. Hoffen wir es einfach mal. Also, was brauchen wir? Einmal einen Gleiter und eine Rakete. Das sollte hoffentlich schon ausreichen. Wo ist die Rakete? Ach, da oben drauf. Oh, lol. Die habe ich ja gar nicht gesehen. So, dann machen wir die da einmal ran. Oh Gott, das wird doch sowas von schief gehen. Ich ahne es schon. Leute, ist das überhaupt der richtige Weg? Ja, doch. Doch, doch, doch. Wir sollten richtig sein. 3, 2, 1 und go! Oh mein Gott, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Aber der Gleiter, der hatte mal gar keine Lust. Der hat ja mal gar keine Lust. Okay, der Gleiter ist nicht so weit geflogen. Was ist das denn? Unser Ring? Mit der Macht des Schwurs kannst du jetzt Tulins Geist zu Hilfe rufen. Moment, jetzt funktioniert's erst? Wieso erst jetzt? Nee, Moment, falsch. Entlassen. Ach, jetzt ist er wieder zurückgekommen. Oh mein Gott, das sind jetzt quasi die neuen Reckenfähigkeiten, oder wie? Nein, wie witzig ist das denn? Auch wenn ich ehrlich sagen muss, dass ich die Steuerung nicht so toll finde.
Aber man kann jetzt scheinbar diese... ja, Geister beschwören, die einem dann beim Kampf mithelfen. Das ist mal interessant. So, probieren wir mal Folgendes. Wir brauchen nochmal so eine Rakete und so einen Ventilator. So ein Ventilator kommt jetzt hier hinten ran. Und die Rakete kommt einfach so straight drauf. Denn ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir einfach nur nach oben fliegen. Okay, probieren wir es mal aus. 3, 2, 1, die Runimo! Was ist denn jetzt hier passiert? Na komm schon, was ist denn hier los? Warum geht denn das nicht? Flammkeule. Hoppala. Okay, es wird nicht ganz richtig angezeigt. Das ist ja seltsam. Warum auch immer. Also, again. Rakete, wie wär's, wenn du funktionierst? Wäre das okay? Es funktioniert nicht. Aus irgendeinem Grund funktioniert's nicht. Hm, okay, wisst ihr was? Vielleicht muss ich die Rakete ein bisschen entfernen. Von dem Teil hier. Jetzt nochmal. Es geht nicht. Warum funktionierst du nicht? Vielleicht, wenn ich sie doch schräg mache. So. Einfach mal da oben drauf. Oh mein Gott. Na komm. Yes, 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 yes. Es funktioniert, aber der Gleiter fliegt einfach nicht weiter. Oh, come on. Ich glaube, ich brauche mehr Raketen. Leute, noch mehr Raketen. Nehmen wir mal 3 Stück. Oh mein Gott. Wenn das jetzt nicht funktioniert, weiß ich ja wohl auch nicht. Dann weiß ich auch nicht weiter. Komm schon. Vorsicht, dass du da nicht ins Miasma trittst, Link. Ist jetzt sehr uncool. So. Perfekt. Das Ding hält auf jeden Fall die Waage. Dann machen wir das noch hier ran. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, weiß ich wirklich nicht weiter, Leute. Ist das denn wenigstens die richtige Richtung? Ja, geht so. Da ist der Norden. Das heißt, in die Richtung müssen wir in etwa. Lass das jetzt bitte keine Bruchlandung werden. Let's go! Yes, okay. Es fliegt auf jeden Fall besser. Aber das Teil fliegt ja echt nicht so lang. Moment mal, wir haben doch hier noch unsere Energiekristalle. Das würde ich gerne mal einsetzen. 4 Stück haben wir, okay. Zeitweilig unbegrenzt. Verwenden wir den Spaß mal, komm. Und jetzt bleib auch aktiv. Wie lange hält der Spaß? Oh, das dauert sogar ziemlich lang. Das hält der richtig lange an. Okay, das ist ja richtig broken. Schaut mal, wie gut ich damit fliegen kann. Und ich glaube, da vorne ist schon das vergessene Plateau. Oh, ist das cool. Ich freue mich gerade so, dass das geklappt hat. So, das war es auch schon mit unserer Reise. Na, wobei, ein bisschen können wir noch. Oh mein Gott. Endlich konnten wir den Gleiter mal sinnvoll benutzen. Oh mein Gott, das war jetzt knapp. Oh oh. Ich glaube, die Gleiter, die bleiben auch nicht so lange da. Despawnen die? Ich glaube, die despawnen tatsächlich. Okay, tschüss, Gleiter. Ja, die können despawnen. Das wusste ich nicht. Okay, interessant.